Jo, liebe Leute, weiter geht's mit Pokémon Schild. Wir sind auf Route 7. Und wir sehen ein neues Pokémon dort hinten. Und zwar... Oder? Was war die, diesen Trainer hier? Ah, dreht sich weg. Super. Wir sind älter hier mit. Wir sehen ein neues Pokémon. Und das ist eigentlich die Gala-Weiterentwicklung von Mauti. Also es gibt tatsächlich... eine regionale Weiterentwicklung. Und es heißt Mautzinger. So, ich werde mal versuchen, das Viech zu fangen. Ja, woher man kennt man ja, dass es so wie die Cat war früher. So, Superball. Ich habe gerade Superball. Ich will mal Superbälle, Hyperbälle kaufen, damit ich weiter fangen kann. Kann man zu trainieren, den Ball. So, Mautzinger ist gefangen. 41 Galoppa, 41 Belektro. Und Belektro will den Ladevorgang gerne. Ich will es aber gerne an. Ja, brauchen wir noch nicht. Ja. So. Wir haben einen weiteren Pokédex-Eintrag. Und zwar Mautzinger, Typ Stahl. Da war ich auch überlegen. Nimmst du das ins Team? Nimmst du das nicht ins Team? So, und du bist... Oh, ein... Ah, ich weiß gar nicht, wie dieses Pokémon heißt gerade. Da wieder so... Butterbee, jedenfalls. Ist unser erster Gegner. So, dann kriegst du jetzt den Zystrahler. So, Bumblebee ist tot. Oder besiegt. Aber das ist ja nicht. Und lieber noch Level 41. Also wir haben jetzt fast alles Level 40, außer Schlappel. Und als nächstes kommt Hund Weise. Oh, die Frage ist, was glauben wir da? Auch lieber noch, komm. Ich mal die Steinsattacke noch. Und ich kann lieber noch mal bringen. Steinhase oder irgendwie sowas. Auch Hund Weise, die Vorbildung finden wir ja in der Naturzone. Auch da habe ich überlegt, Moment, nimmst du das jetzt? Müssen wir mal gucken. Also ich habe so viele Möglichkeiten, so viele Pokémon, die ich gerne zugeben würde. Das ist doch die Frage, okay. Ah, wir bräuchten eine Gestaltattacke definitiv. Oh, eine, die ich sagen war, das ist ja gut. Volltreffer doch. Da warst du nicht mehr. Und ja, das letzte auf Level 40 und zwar Schlappfell geht hoch. Und Schlappfell hat jetzt endlich Drachenpuls. Damit haben wir auch endlich eine Drachenattacke. So, Felicity ist durch. Und da fehlt noch ein Trainer. Ach, Team Yell. Und so singen wir hier laut und klar, bis wir mit dem Champion. Hurra. Okay, sie will, die wollen es tatsächlich hier nicht durchlassen, also müssen wir tatsächlich diesen Weg hier vorne gehen. Cool, da ist noch ein weiteres Pokémon. Voltula. Käfer und Elektro. Die weiter Wege von WhatsApp. Und der nächste Trainer von uns ist ein Taxi-Pilot und der setzt ein Kaderwitz ein. So, dann setzt das Psycho-Klinge mal ein. So, der setzt auf Klauensetzer. So. Volltreffer. Jawohl. Und er hat jetzt Geroni mal als nächstes. Das heißt, für Belletro wird es effektiv mal wieder Zeit. So, wir haben weiter.
Elektro-Attack-Funken-Sprung. Ich habe eine neue Elektro-Attack-Funken. Aber dieses Geronimals wird es reichen ohne Probleme. So, der Taxi-Pilot ist down. Und wir können weiter unsere Reise fortsetzen. So, ich speichere mal. Das habe ich schon lange nicht mehr getan. So, Mozino möchte jetzt gerne hinterher. Aber jetzt erreichen wir Route 8. Als nächstes, da lernen wir wieder einige neue Pokémon kennen. Und ich lasse gerade mal bewusst vorne, weil wir viele Trainer hier haben, die haben werden, die Kampf-Pokémon besitzen. Moment, hier oben ist noch ein Item. Ich glaube, wir haben so. Nee, ne? Oh, ich muss uns den Weg finden. Und nochmal eine. Eine Trainerin. Das sieht irgendwie auf so eine Forscherin oder sowas aus. Ein Augenblick bitte. Zur Zeit für eine kurze Gesundheitscheck deiner Pokémon. Nee, oder Ärztin, wenn ich das kommt. Nee. Ärztin. Ärztin Romina. Mit einem Roselia. Gut, also den zweiten Gift hat, sollte mit einer Psycho-Attacke kein Problem sein. So, Primado. Primado war ebenfalls Psycho. So, weiter. Dann kommen wir zurück. Und dann geht's weiter mit Scantec. Dann geht's jetzt weiter mit Scantec. Okay. Das Ziel, was ich jetzt habe, steht so. Das wird jetzt tatsächlich so durchtrainiert bis zum Ende. Pizza. Okay. Ach so. Ja, ja. Vielleicht sollten wir die Beeren nehmen. Okay. Goldbeet. Die gibt es hier tatsächlich auch zu fangen. Um gar nicht noch welche Items zu finden. Und da unten haben wir noch wieder ein neues Pokémon. Aber erstmal finden wir die 496 Spalorn. Ist übrigens der Attacke vom Typ Stahl. Die Frage ist, kann man es irgendwem beibringen? Galoppa theoretisch. Brauchen wir nicht. So. Wir haben ja Stahlattacken für Männer ein. Wir haben ja mit Schlappfelkanten ja Rambos. Wir finden sogar drei Hypertränke. Oh, cool. Da unten, das ist, wie heißt es? Die Weiterwege von Kiesling. Oh, da ist ein Item. Das ist ein Elixier. Dann gehe ich hier hinten rum. Und da oben finden wir drei Luxusbälle. Ah, scheiße. Das ist übrigens ein Silimantor, genau. Dieser Trainer von Kiesling. Ich setze mal Pferdestärke ein. Das ist seine Fähigkeit, verliert es. Verteidigung, aber
Wahrscheinlich steigt seine Initiative. Sehr perfekt, gefällt's mir von. Aua. Aua. Bist du mal auf damit? Oh Gott. So, einmal ist bald. Komm, jetzt bald. Werbal, ja, ich versuche mich werbal. Ich könnte wahrscheinlich nicht werbal. Ich will ein bisschen wieder überleben. Oh Gott. So, dieses Elementor ist zumindest schon mal unser. So. Gut, gut, da haben wir das auch. Sedimentor ist gefangen. Halt im Beutel verstauen. Oh cool, es hat einen Ewigstein dabei. Ewigstein ist quasi ein Stein, der verhindert, dass sich ein Pokémon weiterentwickelt. Also falls ihr irgendwie ein Pokémon braucht, was ihr in der Grundform haben wollt, dann gibt ihr mal jedes Teil, dann entwickelt sich das nicht weiter. So, das neue Pokémon, was wir jetzt haben, Legios, ein Typ von Pokémon von Kampf. Das überlebt uns in der Attacke, sehr gut. Oh, gut, Schlag. Und was geht? Definitiv. So, ich kann jetzt hier gerade die ganzen Geschenke raus, die ganzen Bälle da raus. Das ist Luxusball gerade. Aber es möchte nicht fangen. Nicht. Okay. Das ist mir gerade ein fixer Ball. Jetzt kommt er wieder bei der EPC. Pokéball. Jetzt ist ja ein Pokéball. Aber mehr als gar nichts, ey. Finalformation. So, Heilball. Also, ich passe alles mal durch. Legios möchte nicht gefangen werden, okay? Doch, dieser Pokéball tut's. Okay, wir haben es gefangen. Das ist vom Typ Kampf. Elektro 42. Sehr gut. Dann ab in der PC-Box mit dir, liebes Legios. Und hier haben wir noch ein Pokémon, was ich. Wir kennen, das ist ein Galadiandri. Das kennen wir ja schon. Ich habe irgendeinen Trainer gesprochen. Stufe 5. Ja, das Pokémon ist wirklich klein. Ich fange mal jetzt, dass wir das schon ein Pokémon kriegen. Jetzt voller KP. Jo. Level 40, volle KP, aber trotzdem mit einem Pokémon gefangen. Warum nicht? Gut. Dann ist das so durch. Wollt ihr von mir? Oh, ein Top-Pedip, sehr schön. Den können wir nämlich immer mal gut gebrauchen, warte. Dann schauen wir hier. Ein Bronzong! Ein Pokémon vom Typ Psycho-Stahl. So, dann haben wir jetzt Pferdestärke drauf. Bodyguard. Ich bin davor zu fangen, wenn ich das schon treffe. Dann besiegen wir das halt jetzt irgendwie mit dem. Ja. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf in Richtung nächste Stadt. Chester. Aber erstmal möchte ich diese, halt hinter mir diese Trainerin, die mal ein bisschen vom Fliehen. Ja, ich bin zwar zu einer Reise, aber das Ende des Lebens ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Okay.
Speckbäckerin Millie. So. Grolldra. Müsste Drache Geist sein, tatsächlich. So. Gallic. Müsste Flug und nicht. So. Wie gesagt, die Route machen wir noch. Zur Schwester und so aus machen wir dann in der nächsten Folge. So, Skalik überlebt das. Das greift mit Wirbelwind an. Na gut, egal welches Pokémon ich komme, es muss gar nicht jedes in der Lage sein, das Vieh zu killen. Und es ist Libalo. So. Reicht. Skalik. Und 42 für Libalo. Und diese Backpacker wird besiegt. Sehr schön. Au, ein Riesennagel. Das bringt man das Verkauf für 10.000. Hier sind viele. Ein Sänger. Oh, der Musiker, oder was ist das? Komm ich, ne? Musiker ist ja. Man mögst das mal. Und er hat ein Togidemaru. Stahl-Elektro. Aber es sollte gegen die Pferdestärke nichts ausrichten können. Sie hat aber eine Vierfachschwäche. Ja, reicht. Ja, eine Stachel, okay, das tut natürlich weh. Aber die ist doch gerade für sie. Und Staffel 41. Und der Musiker ist besiegt. Okay. Oh, da oben ist ein Kastellit. Vierfachstein. Nee, das ist jetzt gerade so alles für so nicht. Weil eigentlich habe ich mich schon, ich brauche die dann jetzt nicht nochmal. Aber das heißt, wir werden es besiegen. Ja, der Fähigkeit ist natürlich schief, aber gucken wir noch, ob die Stahl oder was? Oder nee, Unlicht hat es wahrscheinlich. Oder? Unlicht, Stahl? Nee, ja. Fähigkeit ist nur effektiv. Okay, das wäre sehr effektiv. Das ist so Kampf. Oh, ja, ja. So, die psychische Ausdauer überlebt das die Attacke natürlich. Aber die Zielstrahl, die kann es dann. Nichts vergessen. Level 43, Galoppa. Mittlerweile mein stärkstes Pokémon. Vom Level her zumindest. Das ist kein Tank, ne? Das hat jedenfalls Level 43. So, das Item hier nehmen wir mit. Also das sind die zwei Items, aber froh, das bewegt sich noch was. Ein Kingstein. Das gegnerische Pokémon, die hier liegen, kann zurückschrecken und noch ein Nugget hinterher. Also ein Riesen-Nugget gefunden. Also quasi über 15.000 Pokédollar. So. Ah, das ist lieb. So. Ein Item nehme ich mir gerne. Ich habe einen Pokémon-Dex, nehme ich mir gerne. Ich weiß nicht, ob hier oben noch irgendwas ist. Doch, das ist noch die TM. Und zwar die TM 43 Durchbruch. Eine Kampf. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das wäre für. Also, es geht. Lieber, du kannst nicht leer. Leg mich doch am Sack. Oder? Ich hatte gehofft, dass es das lernen kann, aber irgendwie will es dann doch nicht. Frage mich, wieso? Gut, und die nächste Stadt, die wir erreichen, ist zur Chester. Und da sollen wir mal Arena-Challenge stattfinden lassen. Nur, ich würde sagen, das machen wir tatsächlich dann in der nächsten Folge.
Bei Route 8 sind wir noch. Eine verschneite Route. Und die erkunden wir dann wirklich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Ja. Das sollte reichen für heute. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.